Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Heute hier in Münster mit einem meiner absoluten Lieblingsgäste, Hubertus Becker. Ja. Ihr kennt ihn, kommt bald Applaus. Und zwar kennt ihr ihn unter anderem von meinem Channel, aber ihr kennt ihn auch von einem Format, das heißt Jenke Crime. Ne? Ja. Lief auf Pro7, waren 4 Teile, war recht umfassend recherchiert. Über 4 verschiedene Kriminelle. Einer davon warst du. Ja. Die anderen 3 waren Philipp Schlaffer, Martin Frost. Und Sigi, wie heißt der, Mossad? Und der Sigi. Sigi kenne ich nicht persönlich, die anderen beiden kenne ich persönlich. Mhm. Dich kenne ich am längsten von den allen. Wir haben echt jetzt schon viel hinter uns, kennen uns jetzt schon, ich glaube, 5,5 Jahre. So, 5 Jahre. Und wir haben uns aber jetzt überlegt, wir nutzen jetzt auch meinen Channel, um so ein bisschen, um nochmal darüber zu reden, was bei Yankee Crime alles so war, was gemacht wurde, ob du zufrieden bist, ob die anderen zufrieden sind, mal schauen. Wie ging das denn los? Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil das war unabhängig von uns, also das war unabhängig von dem, was ich jetzt hier mache. So, das ist ja total komisch. Vor 3 Jahren waren wir noch zusammengehockt, du hast geraucht, ich habe geraucht, so auf die Art. Und wir haben Bücher verkauft. Wir waren zusammen auf der Frankfurter Buchmesse. Aber plötzlich mache ich YouTube an und sehe dich. Wie ist das passiert? Wie begann das? Wie muss ich es mir vorstellen? Wie begann das? Das begann mit meinen Büchern. Mhm. Die 4-teilige Serie Globale Nomaden. Die hatte ich angefangen zu schreiben 2002 im Knast. Und habe mir da sehr viel Zeit gelassen. Habe zwischendrin andere Bücher, ein Drehbuch gemacht und sowas. Und irgendwann vor 3 Jahren kam ein Verleger und hat gesagt, Mensch, wie lange willst du denn doch auf den globalen Nomaden sitzen bleiben? Jetzt machen wir das endlich mal. Und dann habe ich gesagt, okay, weil das war ja jetzt mein Baby, die globalen Nomaden. Das hat mir auch Spaß gemacht zu schreiben. Und es ist weitestgehend autobiografisch. Und ja, dann haben wir das Buch halt rausgebracht. Und kaum, dass der erste Band draußen war, da meldeten sich plötzlich irgendwelche YouTuber und haben gefragt, hast du Lust, das zu machen? Unter anderem meldete sich der Robert Jahn von Hyperbole aus Berlin und hat mir dann... Witzig, ne? Wir waren beide bei Hyperbole, ja. Aber unabhängig voneinander. Ja, du warst ein bisschen vor mir. Aber ist das nicht verrückt? Ja, so verrückt ist es nicht, aber ich meine... Es gibt aber schon, wie viele Gangster es gibt. Naja gut, okay. Ich war natürlich dann total erstaunt, wie dann etwa 4 bis 6 Wochen später das hochgeladen wurde auf YouTube, was da für eine wahnsinnige Reaktion darauf kam. Hattest du irgendeinen Bezug davor zu YouTube? Hast du selber YouTube genutzt, geschaut? Ja, ja, ich habe schon. Was, aber jetzt nicht so. Hauptsächlich Musik. Musik? Ja, was für Musik? Hat einer mich gefragt, die Frage kümmere ich was für Musik? Hast du am liebsten? Ich bin ein totaler Jazzrock-Fan, meine Lieblingsband seit 50 Jahren, Steely Dan. Okay. Und so und diese Musik, die mag ich. Und da verbringe ich mindestens 1-2 Stunden jeden Tag. Auf YouTube? Ja, absolut. Okay, ich bin ein totaler Musikfan. Okay. Das ist Kultur für mich, das baut mich auf. Und da habe ich auch schon einiges entdeckt auf YouTube. Eine Musik, die ich gar nicht kannte vorher. Ne? Mm-hmm. Zum Beispiel Nouvelle Vague. Dann habe ich jetzt gerade das Lied gefunden, Too Drunk to Fuck, das singen die da. Jetzt gerade gehen denen ihre Aufrufzahlen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele die haben. Wahrscheinlich haben sie mehr als wir. Cool. Und jetzt, jetzt hast du das erste Mal so reingeschnuppert in YouTube. Ja. Wann kam der Anruf von Jenke sozusagen? Die Anfrage kam von der Firma DPU in Köln. Da habe ich das an meine Agentur weitergeleitet. Ich habe seit 2005 eine Agentin in München, die ist da recht fit. Und alles, was vom Fernsehen oder irgendwelche Anfragen, gebe ich immer sofort an die weiter. Und die prüft es dann, wenn sie meint, es wäre seriös. Und was Jenke Crime angeht, da hat sie vorher schon gesagt, naja, erwarte jetzt da nicht jetzt eine Dokumentation, wie man sie bei den Öffentlich-Rechtlichen eventuell erwarten könnte. Es war von Anfang an klar, es geht zu ihr war das von Privatsender. Ja, das war auch. Ihr war das von Anfang an klar, aber sie hat gemeint, da wäre eine große Zuschauerzahl zu erwarten. Und mir ging es ja eigentlich darum,
Werbung für die Bücher zu machen. Ist dir gelungen? Hm, ist so. Dir auf jeden Fall gelungen. Ja. Und wie das dann klar war, da haben die mich eingeladen nach Hamburg. Mhm. Der erste Termin, da wurde das Basisinterview geführt mit einer Drehbuchautorin, die das also für die Sendung das Drehbuch geschrieben hat. Wusste ich auch nicht, dass bei solchen Dokumentationsgeschichten, dass da ein Drehbuch geschrieben wird. Mhm. Also Non-Fiction-Drehbücher gibt es also auch. Und mit der habe ich 6 Stunden Interview geführt. Die hat also mehr oder weniger komplett abgefragt aus meinem Leben das, was sie dachte, ist für den Jenke interessant. Das war schon davor, wusste man da schon, wie viele Drehtage das werden soll? Das hatten sie mir schon gleich gesagt, dass es etwa 10 Drehtage werden. Okay. Ja. Mhm. Und am Anfang war im Gespräch, dass wir nach Marokko fliegen, in die Berge zu den Bauern. Hätte ich natürlich gern gemacht. Und Ibiza. Das war aber gar nicht drin. Nee, das ist dann wegen Corona, das war zu kompliziert, wegen an der Grenze. Ja. Ach, schade. Das war ja alles. Ne? Okay. Ich meine, wenn man das wirklich richtig gemacht hätte, dann hätte man nach Detroit fliegen müssen, dann hätte man nach Hawaii fliegen müssen, dann hätte man nach Miami fliegen müssen, nach New York, da hätte man nach Bangkok fliegen müssen. Also wenn wirklich einer mal eine Dokumentation über mein Leben machen möchte, dann wird es richtig teuer. Und da müsste man wirklich die ganze Welt bereisen und mindestens 15 Hotspots, wo der Drogenhandel damals florierte, wo ich also auch gearbeitet habe. Und das wäre natürlich dann ein Projekt, das auch die Kostengrenzen wahrscheinlich sprengen würde. Mhm. Aber ich hoffe und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass meine Geschichte, also die Geschichte der globalen Nomaden in einer Serie verfilmt wird, als Fiction. Hier ein großer Streamingdienst vielleicht, könnte ich mir da vorstellen. 4 Teile, vielleicht 6 Teile, vielleicht 8 Teile, vielleicht 4 Teile mit der Option auf eine 2. Staffel, so anfangen. So ist, ja. Und dann wird aber jemand den jungen Hubertus Becker spielen. Müsste so sein, ja. Du darfst dir von allen Schauspielern, die es gibt, einen aussuchen. Also du könntest jetzt sogar sagen, der junge Robert Redford wegen mir. Wer soll dich spielen? Humphrey Bogart. Ein Deutscher. Deutscher? Okay. Ja, ja. Der, Till Schweiger. Nein, Matthias Schweighöfer. Der gefällt mir. Der hat einen guten Humor. Du bist doch gar kein Gangster. Der kann auch Gangster spielen. Matthias Schweighöfer? Ja, ja. Hast du den gesehen in Polly Blue Eyes? Polly Blue Eyes habe ich nicht gesehen. Ja, aber Matthias Schweighöfer, ich, so, jetzt, hier. Okay, warte, wrap it up. Wo waren wir? Wir waren bei... Ja, wie das jetzt da mit hier, der... Jenke hat angerufen, es ging langsam es los. War am Anfang... Ich habe geschrieben, 10 Drehtage. Am Anfang großes Geheimnis. Ich wusste gar nicht... Du hast nicht mal mir was erzählt. Nee, ich wusste auch selber nicht. Ich durfte auch nicht. Ich musste was unterschreiben, so irgendein Schreiben, dass ich niemand was erzähle darüber. Mhm. Und also Spoiler Alert so. Ne? Mhm. Also alles geheim halten. Und irgendwann habe ich dann erfahren, dass ein... Jenke von Wilmsdorf das macht, als Host, der führt dann dadurch die Sendung. Kanntest du den? Nee. Hast du nichts gesehen von dem? Nee, noch nie. Ich kannte den. Nee, ich habe noch nie was. Ich guck ja normalerweise wenig Fernsehen. Ja, aber wann bist du entlassen worden das letzte Mal? 2013 im November. Ich bin 2015. Aber der war der da nicht schon? Weil der kam auf RTL. Das kann ja sein. RTL-Sendungen. Ich habe noch nie eine Sendung mit dem Gottschalk gesehen. Also, tut du hast mir noch leid. Nie wir hätten das gesehen? Nee, noch nie. Ich habe auch nie Dallas oder so. Ich habe überhaupt nie Fernsehen geguckt. Das ist auch schon 50 Jahre. Ja, nee, aber ich habe das nie. Larry, ich weiß, ist schon lange. Ja, ich weiß, was es ist, aber ich habe das nie gesehen. Okay, ja. Aber also kanntest du Jenke nicht. Und was hast du dann gemacht? Hast du dann gegoogelt? Nee, auch nicht. Nee. Auch nicht. Hast du einfach gesagt, okay, dann nicht. Ich bin nach Köln gefahren. Ich wurde bestellt ins Studio. Und man hat mir mitgeteilt, ich soll aus einem alten Auto einen Tank ausbauen und soll den präparieren, so wie wir das früher gemacht haben. Ja, da haben sie dir den weißen Overall angezogen. Das war aber cool. Ja, da haben sie gut geschlagen. Dann haben sie, und ich habe das ja 50 Jahre nicht mehr gemacht, so einen Tank ausgebaut. Und dann habe ich halt mich erinnert, wie haben wir das damals gemacht. Ich konnte ja jetzt ein bisschen ruppiger umgehen mit dem Tank. Ich musste ja jetzt nicht alles da, weil sonst hätte es stundenlang gedauert. Ja, ich hätte mir überall die Anschlüsse machen müssen. Ne? Aber geil, das haben sie dir auch nicht vorher gesagt. Die so, ja, komm nach Köln. Und ja, dann kommst du in Köln. Die so, ja, du wirst heute... musst du so einen Tank ausbauen, zeigst du uns, wie das geht. Und da habe ich den, in der Werkstatt habe ich den Jenke zum ersten Mal gesehen. Und
ich muss zugeben, der war mir sehr sympathisch. Also das ist ein cooler Typ. Mhm. Und, wie alt ist der? Und der dürfte mittlerweile, schätze ich, der geht so langsam Richtung 60. Okay. Also Mitte 50, schätze ich, ist er. Mhm. Und wir haben uns relativ gut verstanden, weil was uns verbindet, ist ja irgendwo Risiko. Live, Leben mit Risiko. Mhm. Und das war ja bei mir so. Ich bin ja sozusagen ein genetisch risikobereiter Mensch. Mhm. Ich habe damit nie Probleme gehabt. Ich habe das immer überlegt, überrissen und habe gesagt, okay, das kannst du riskieren. Und wenn ich gesagt habe, nee, das riskierst du nicht, das kam aber selten vor. Und der Jenke hat ja auch einige riskante Sachen gemacht. Und von daher sind wir sozusagen, waren wir schon irgendwie ein bisschen geistesverwandt, was dieses Thema angeht und verstanden uns auch gleich ganz gut. Und der stellt auch gute Fragen. Also der ist sehr konzentriert bei der Arbeit und ist schon durchaus professionell. Und da habe ich auch einiges gelernt. Ja, und so sind wir dann langsam da eingestiegen. Also erst in Hamburg das Basisinterview, dann Köln, dann Köln. Geschweißt haben wir ja nichts. Ich hab's geflext. Geflext, okay. Ja. Und die haben alle da gestanden, das ganze Team, die waren natürlich da auch, die haben sowas auch noch nie gesehen gehabt, ne, wie man sowas macht. Und dass ich dann hier als Rentner da plötzlich denen zeige, wie man so ein Schmuggelteil, das könnte ich ja heute noch. Ich meine, das ist ja kein Problem. Aber das war ein guter Drehtag und ich habe ja die Bücher geschrieben und in den Büchern habe ich ja auch die Hosen runtergelassen und habe das erklärt, was da los war, was ich da an Fehlern gemacht habe. Und auch jetzt mit Waffen und so Zeug, ne, das gibt man hier vielleicht nicht so gerne zu, aber es war halt nur mal so gewesen. Strafrechtlich ist alles abgegolten. Mhm. Und dann denke ich, fährt man immer noch besser mit der Wahrheit, weil der Zuschauer, der hat ein feines Gespür für Wahrheit. Und ich bin ja kein Schauspieler, ich wollte ja da keine Fiction draus machen oder keine Skandalgeschichte. Aber das hat dann schließlich der Jenke besorgt. Bei dem war das dann irgendwie noch ein bisschen zu trocken. Dann hat er diese ganze Doku, die eigentlich angelegt war, eine ehrliche, gerade Geschichte zu erzählen, die hat er dann ProSieben-mäßig gepfeffert mit Unwahrheiten, mit Unkorrektheiten, mit falschen Daten teilweise. Ja, ich meine, ich will ihm gar nichts unterstellen, dass er das bösartig gemacht hat. Der hat sich das einfach leicht gemacht. Der hat gesagt, komm, so viel Zeit kann ich da jetzt nicht verwenden. Der hat die Bücher auch nicht gelesen. Und ich habe erwartet, dass er die Bücher wenigstens mal diagonal gelesen hätte, damit er ein Gespür für bekommt. Was war ich für ein Typ damals? Der einzige in der ganzen Produktion, der meine Bücher alle gelesen hatte, das war die Drehbuchautorin in Hamburg. Ja, ja, ja. Die war absolut in meinem Leben fit, die wusste alles. Ja. Die hat die richtigen Fragen gestellt. Mhm. Und die Interviews in dem Film nachher, immer wenn ich das rote Hemd anhab, das ist original Hamburg. Das war also alles andere, das hat dann, wurde dann nachher, wurde das dann noch mit reingeschnitten. Und aber wenn ich den Jenke für einen Profi halte, der das auch gut dramaturgisch auf den Punkt bringt, sind ein paar Dinge gewesen, die mich gestört haben. Das empfand ich ein bisschen übergriffig. Okay, gib uns ein paar von den Dingen. Zum Beispiel, dass wir... Erster Punkt 1, Drogenbaron. Man hat mich da zum Drogenbaron gemacht. Ich meine, ich war ein Hippie, der recht clever die Sachen da logistisch aufgezogen hat. Ich hatte immer gute Leute um mich rum, die das gemacht haben. Und sonst hätte ich das ja auch nicht 9 Jahre durchgehalten. Gegen Interpol, gegen FBI, gegen deutsches Landeskriminalamt und so weiter. Und dass der Jenke dann der Drogenbaron weltweit und was weiß ich, weltweit stimmt ja, aber irgendwo hat er mich natürlich größer gemacht, als ich war. Was gestört dich an dem Begriff Drogenbaron? Ja gut, das klingt, als hätte ich eine Privatarmee im Hintergrund gehabt.
einen Drogenbaron, die gibt es in Mexiko und die gibt es in Kolumbien, aber und vielleicht gibt es die auch irgendwo im goldenen Dreieck, der Kunzar vielleicht oder der Escobar oder wie heißt der Mexikaner, den alle kennst du? Tot. Ja, nur El Chapo lebt noch. El Chapo. Der sitzt aber in Alpha. Das sind Drogenbarone für mich. Ist, ne? ist es nicht so, triggert es dich vielleicht? Weil du es früher in der Zeitung, es stand früher auch in der Zeitung so. Nee, Drogenbaron stand da nicht. Stand nicht, was stand? Nee, da stand der Haschkönig von München. Also. Oder Deutschlands. Haschkönig, ja, aber Drogenbaron geht gar nicht. Es ist auch eine Frage von der welcher Adel, ja. Was für ein Adeliger du bist. Ja, also, ja, der König also, geht, Baron nicht. Ich habe mich eigentlich immer als Hippie betrachtet. Und das sollte auch immer gewaltlos ablaufen, auch wenn es manchmal so. Ja, ich finde, das kam gut rüber. Ja. Das kam rüber. Ja. Okay, aber ich weiß, was du meinst. Es riecht nach Bildzeitung. Ja, genau. Es riecht nach Bildzeitung. Es riecht nach als es ist. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ich mache jetzt einen Podcast: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Hm. Und da merke ich bei den anderen, gerade bei der Hure Tara heißt sie, dass es ihr super unangenehm ist, sowas zu sagen wie. Also die würde nie sagen, ja, ich war schon krass drauf damals. Mhm. Weil wir aus dieser Szene kommen, wo wenn du dich vorhin gestellt hättest und gesagt hättest, ich bin der Drogenbaron, wärst du dir blöd vor ihm. Ja, absolut. Hättest du dich schlecht gefühlt. Absolut. Und das hat damit noch zu tun. Und so, sie kann es auch nicht. Sie so, ja, da waren wir schon krass drauf. Kriegst du aus der Nicht noch nicht raus. Ja. Aber das ist Bildzeitung. Das ist noch nicht wirklich. Du schlimm. Läufst immer die Gefahr, dass du mit deiner eigenen Geschichte kokettierst. Ne? Genau. Und ich muss ja... Mir auch vor. So, es wurde übertrieben. Aha. Ne? Und dann... Aha. So sachliche Dinge, die jetzt nicht unbedingt den Film beschädigen, aber meine Tochter wurde 1980 geboren, das wurde groß zum Thema gemacht, die Geburt, was für ein schlechter Vater ich doch war. Während der Geburt bin ich runter ins Auto ein paar Mal und habe mir eine Pfeife reingezogen und bin dann wieder hoch und meine Frau hat es dann ausführlich da beschrieben und der Jenke sagt dann so theatralisch, die Geburt, ein heiliger Moment. Und da habe ich mir gedacht, so, wenn du drauf bist auf Droge, dann gibt es für dich nur einen heiligen Moment. Das heißt, wenn die nächste Dosis ziehst, okay, das sind die heiligen Momente für ihn. Ja gut, aber das was hat er? Okay, ja, er hat's halt. Du musst kein Pfeifchen rauchen gehen während der Geburt. Also, nein, es hat 7 Stunden gedauert. Weißt du? Ich beeil dich mal, Schatz. Also ich stand die ganze Zeit neben ihr und habe ihr die Hand gehalten und habe ihr gut zugeredet. Ich weiß ja jetzt nicht, wie so eine Geburt abläuft, wie sich die Frau jetzt da genau fühlt. Aber ich habe gemerkt, es war schwierig und sie hat also echt gekämpft. Und ich habe dann da gestanden, das war eine Privatklinik am Starnberger See. Eine der besseren Kliniken, die es überhaupt gibt in Deutschland. Ich glaube, wenn ich recht entsinne, Putzi von Opel hat uns die empfohlen. Da kommt nur gar nicht jeder rein normalerweise. Jedenfalls. Da ist sie sicher. Da war sie sicher. Da war ein Arzt immer da und 2 Hebammen. Also da war Personal war immer um sie rum. Und ich war halt auch dabei. Und wenn ich da jetzt mal eine Stunde stand oder eine Dreiviertelstunde, da habe ich halt Lust gehabt, mal kurz Luft zu schnappen und unten nochmal ein Pfeifchen zu ziehen. Und dann bin ich wieder rein, nach ein paar Minuten. Und das hat sie dann da auch erzählt und so. Und da dachte ich, warum gibt die solche Dinge preis, die irgendwie, man muss ja nicht alle intimen Dinge da so. Aber ich spiele jetzt einfach immer so ein bisschen so den Teufel, den Advocatus Diaboli, ja. Also den Teufelsadvokat. Was zum Teufel hast du gedacht, was deine Ex-Frau erzählen wird? So. Och. Was habe ich gedacht? Ich habe also gedacht, nach 45 Jahren, nachdem wir ja jetzt auch die 45 Jahre in Kontakt sind und wir sind ja nicht verfeindet oder so, und dass sie da irgendwie ein bisschen gelassener heute drüber redet und vielleicht mit ein bisschen Ironie arbeitet und ein bisschen mal auch was Lustiges, weil ich war ja immer ein lustiger Kerl. Da kann man ja auch lustige Anekdoten mal rausbringen. Und dann habe ich gemerkt, wie total... verbittert und wie total traumatisiert die heute noch ist. Und dann habe ich mir gesagt, warum macht die nicht einfach mal eine Therapie? Habe ich doch auch gemacht. Es ist natürlich schon so, ne, dass wir, also 2 Sachen. Ich glaube, das eine ist, wir wissen jetzt natürlich nicht genau, wenn sie jetzt da 2 Stunden interviewt würde. 1,5 Stunden. Schon 1,5 Stunden Interview und hat im Grunde 4 Minuten Screening-Time oder 5. So, ne, dann liegt es natürlich an der Redaktion.
und am Schnitt, was sie da rausnehmen. Und die kann sehr wohl super lustige Geschichten. Ich bilde mir schon ein, dass ich zwischenrein so diese starke Zuneigung noch gesehen habe und dieses, ne, den Zauber, den du hattest, ja, hat sie für mich schon rübergebracht. Natürlich nimmt er dann die Geschichte, wo du Pfeife rauchen gehst, ja, während der Geburt, mhm, als das, weiß ich nicht, dass du dir... Ich kann das ja noch nicht mal beurteilen, weil ich habe die anderthalb Stunden, ich war ja nicht dabei, genau, ich habe sie ja nicht gesehen. Genau, die haben wir nicht gesehen. Ja. Und dass die anderen Leute eine Therapie machen müssen, nachdem sie Leuten wie uns begegnet sind, ist immer noch unsere Schuld. Weißt du, ich bin da immer, das ist so, weißt du, wir sind das Problem, wir bleiben das Problem. Ja. Und... Okay, das verstehe ich aber trotzdem, weil wie gesagt, das ist der Glück, Gott, meine Ex-Freundin, die haben mir kein gutes Wort lassen, Jan, ja, obwohl ich mit denen cool bin, meine, kann ich mir vorstellen. Ich sehe das natürlich heute klar, dass man, wenn man heiratet und gleichzeitig ein Verbrecher ist, ein Schmuggler in meinem Fall, und permanent auf der Welt rumjettet und kaum zu Hause ist. Ich meine, ich war mit Sicherheit im Jahr vielleicht 3 Monate mit meiner Familie zusammen und die anderen 9 Monate war ich irgendwo in USA oder in China oder in Bali oder sonst wo. Aber das habe ich damals nicht so gesehen. Ich habe gedacht, wenn ich Kohle anschaffe, dann ist es ja gut für die Familie. Dann ist die ja materiell gesichert. Viele Leute, die hätten sich gefreut, wenn sie viel Geld gehabt hätten und ihre Frau eine gewisse Sicherheit gehabt hätte. Aber im Endeffekt habe ich natürlich dann irgendwann lernen müssen, dass die emotionale Seite einer Ehe, einer Beziehung, einer Freundschaft, dass die das stärkere Fund ist da. Und nicht jetzt der Alte, der hat jetzt wieder mal eine 500.000 verdient. Oder Kohle von irgendwo ist. Ja, klar. Genau, ja. Gab es bei dir einen Punkt, wo du gesagt hast, so, ich mache das so und so lang bis zu der und der Summe, ja, und danach bin ich nur noch nicht zu Hause? Nicht zu der und der Summe. Der entscheidende Faktor war bei mir meine Sucht. Mein Gesundheitszustand. Ich habe gemerkt, ich werde verrückt. Ich war irrational, ich wurde aggressiv. Ich habe Leute, es verging kaum eine Woche, wo ich nicht einen riesen Stress irgendwo heraufbeschworen habe. Ein ganzes Lokal, wir saßen mal in Singapur im Lokal und dann hat der Kellner kam mit den Getränken und dann haben wir das Essen bestellt. Und bevor das Essen überhaupt auf dem Tisch war, kommt der und will die Getränke abrechnen. Dann habe ich gesagt, wir bezahlen am Ende alles zusammen. Und das war eins der besten Lokale in Singapur. Und dann ist der weg und dann kommt er schon mal wieder. Und da sagt er, nein, der Chef hat gesagt, ich muss jetzt kassieren für die Getränke. Und dann bin ich hingegangen, habe auf den Tisch geschlagen. Da sprangen die Weingläser hoch und dann fielen die um. Und ich saß da mit einem hohen Legationsrat der indonesischen Botschaft, den wollte ich bestechen, dass wir Visa für Indonesien bekommen. Und da vorne war ein 25-köpfiges Jazzorchester auf der Bühne gestanden. Und wie ich da anfing zu schreien, ich habe den chinesischen Kellner zur Schnecke gemacht, den angebrüllt, vollkommen die Kontenance verloren, hau da auf den Tisch. Der Wein kippt um, die Frau von dem indonesischen Beamten kriegte da noch was übers Kleid und meine eigene Frau, die war total erschrocken, die wusste ja schon, dass ich ab und zu mal so ausraste. Das Orchester hat aufgehört zu spielen, mitten im Benny Goodman haben die aufgehört. Alle Leute, waren hunderte von Leuten im Lokal, ein riesengroßes Gartenlokal, alle haben so geguckt, was geht denn da ab? Und ja, das ist der Mann von dem weißen Typen los. Wahnsinn. Da ist der aufgestanden, da der Indonesier mit seiner Frau, die sind gegangen, die haben fluchtartig das Lokal verlassen, weil die hatten auch einen Ruf zu verlieren. Mit was für einem Penner haben die sich da getroffen? Wer waren das überhaupt? Und wir haben dann auch bezahlt und sind dann gegangen. Also solche Dinge kamen immer wieder vor, dass ich also vollkommen ausgerastet bin, wenn sich irgendeiner meiner Meinung nach nicht gut benommen hat. Aber was hat das mit dem Aufhören zu tun? Ja, weil das war sozusagen diese, das ist immer dann passiert, wenn ich auf Entzug war, wenn ich mal wieder einen Entzug versucht habe. Aber ich habe gemeint, aufzuhören zu dealen. Nein, das hing mit dem Gesundheitszustand. Ich habe irgendwann gesagt, ich muss aufhören zu dealen, weil ohne, dass ich die Geschäfte einstelle, komme ich von dem Heroin nicht. Aber das ist schon, weil eine der Sachen, die ich finde, die nicht schön waren, ist, dass du dich so... Ja, so beiläufig als unverbesserlichen Narzisst dargestellt haben, so, ne? So im Vorbeigehen, so. Aber das ist dann schon wieder, du hast schon solche Tendenzen. Ja, ja. Aber jetzt gut. Auch gerade, ich frag dich, willst du aufhören? Gab es einen Punkt, wo du aufhören willst, damit du mehr bei deiner Familie bist? Ja. Und du so, naja, nö, eigentlich nur wegen meinem Gesundheitszustand. Weißt du, und wenn man dich nicht kennt, dann kommt es natürlich schon so ein bisschen so rüber.
als würdest du nur an dich denken. Ja, also ich meine. Ich und das ist, ich kann das, ich habe dich ja ganz anders. Für mich, da, natürlich warst du dann auch schon der Mann, der du jetzt bist, ne, ein bisschen ruhiger und mit mehr Lebenserfahrung. Aber als er mich kennengelernt hat, nur mal so jetzt, ich hatte gar nichts zu der Zeit. Ich war ein Ex-Pokerspieler, aus dem Knast entlassen. Ich hatte eine wunderbare Frau, Kuss geht raus, wir waren aber noch nicht verheiratet und gar nichts. Und ich war lost, ich hatte Ärger mit meiner Bewährungshelferin, ich war mit einem Bein im Knast, ich war kurz vor rückfällig werden, rückfällig sein. Ich war nicht geheilt, ne? Oder geheilt in Anführungszeichen, ich war nicht frei. Und du hast mir sofort die Hand gereicht, hast sofort gesagt, ey, ich kann dir da helfen, ich kann dir hier helfen, ich helfe dir, einen Buchverlag zu finden. Und das sind ja alles selbstlose Dinge gewesen. Ja, das war so weit früher aber auch schon. Ja, eben, aber wie kommt dann dieses, dass der an so einer Stelle dann irgendwie... Tut mir leid, ich meine, ich habe einfach die Wahrheit gesagt. Ich habe seinerzeit Probleme damit gehabt, mich in die Seele anderer Menschen hineinzudenken und da Empathie jetzt zu entwickeln. Das ist ein ganz typisches Merkmal von Narzissten. So, Narzissmus ist ja jetzt keine Charakterschwäche, das ist eine Krankheit, die kommt ja irgendwo her. Die hatte ihre Wurzeln und die sind auch alle schon raus, also teilweise herausgearbeitet worden. Ich habe das ja auch in den Büchern beschrieben, in meinem ersten Buch, Das Blaue vom Hund zurück. Meine Mutter, die hat mich geprügelt. Das ist ein sehr persönliches Buch. Ja. Das ist ein sehr, sehr persönliches Buch. Und der katholische Internatsdirektor hat mich sexuell missbraucht. Und ja, das tut zwar jetzt hier nichts zur Sache, aber ich habe vor 2 Tagen zum ersten Mal Post bekommen, die Kirche möchte sich jetzt mit mir arrangieren. Katholische Kirche hat mich angeschrieben. Hast du das gesagt bei Jenk? Nee. Doch, ich hatte schon gesagt, dass ich missbraucht wurde. Wir saßen doch da am Rhein vor dem Internat und dann hat er gesagt, hier sind entscheidende Dinge passiert in deinem Leben. Und so, ja, das kann man so sagen und so. Aber... Weil daran liegt es dann, dass sie sich jetzt melden. Also ist ja gut, ist ja gut. Kann sein, ja. Deswegen bleibt ja auch dir überlassen. Ich meine, wenn es dich halt... An der Stelle ganz kurz, wie wichtig ist Therapie für dich gewesen? Ganz wichtig. Würdest du also sagen, ein echter Mann ja, kann sehr gerne eine Therapie machen? Also ich würde sagen, ein echter Kranker, der soll eine Therapie machen. Ja? Ich wollte darauf hinaus, dass ich immer so das Gefühl habe, dass wir in Deutschland noch so... Ich kenne Leute, die Therapien machen, normale Leute in Anführungszeichen, das darf aber keiner wissen. Das sind zum Beispiel Selbstzahler, das ist die Krankenkasse nicht weiß. Ja. Die erzählen es zu Hause nicht, dass das die anderen nicht denken, man ist verrückt und so. Und deswegen klar ein Verrückter, ja, aber wir sind alle irre. Und ich gehe so weit, dass es keinen Erwachsenen gibt, der nicht eine Therapie vertragen kann. Genau. Ihm das nicht helfen kann, wenn er einen guten Coach, einen guten Mentor, einen Therapeuten, einen Berater hat, der ihm irgendwie... Ein Freund. Ein Freund, aber der... tatsächlich nur sich hinsetzt, um dir zuzuhören. Das ist in der Freundschaft, natürlich hilft es, wenn du mit deinen Kumpels, aber Leute, geht und wenn ihr irgendwie könnt, sucht euch da jemand Professionellen. Wir haben alle Sachen, die man aufarbeiten kann. Mhm. Hat dir geholfen noch auch? Ja, absolut. Okay, komm, machen wir mal wieder Bogen zum Yankee, sonst wäre man viel zu lang. Kurz die Punkte zu nennen, die meiner Meinung nach gar nicht gingen, war, ohne dass einer von uns Protagonisten, jetzt spreche ich für alle, für den Philipp, für den Mario, für den Martin und für den Siggi und für mich. So. Und der kommt auch noch. Der Mario kommt auch noch. Ja, pass auf. Also auf jeden Fall, wir wussten es nicht, dass diese vollkommen unqualifizierte Hochstaplerin, Susanne Krieger-Langer, dass die... Mutmaßlich Hochstaplerin. Nein, die ist von mehreren Gerichten, ist die als solche schon... Die darf man Hochstaplerin. Ja, ich sag das, ob ich es darf oder nicht. Wenn die Frau sich dahin stellt und ohne mich zu kennen und ohne wirklich mal wenigstens die Gutachten... Es gibt ja insgesamt 4 Gerichtsgutachten über mich. Dicke, da haben sich wirkliche Fachleute Mühe gemacht und haben dicke Dossiers erstellt fürs Gericht und da hat man mir schon auch ein bisschen in die Karten geguckt. Ne? Die waren nicht alle dumm, die Leute. Und die hätte sie sich mal vielleicht mal nehmen sollen, wenn sie schon zu faul ist und nicht bereit ist, wirklich mal mit mir sich zu unterhalten. Hat sie mit dir gesprochen? Ach, woher? Hat sie mit Philipp gesprochen? Nein, mit keinem von uns hat sie gesprochen. Sie hat sich einfach, die ist da rumgeschlichen und keiner wusste, was die da macht. Weil der Eindruck entstand ja so, als hättet ihr... Vielleicht mal 1,5 Stunden. Nein, niemand.
eine Art Gespräch geführt? Nein, die hat alles, das ist alles aus Sekundärquellen, hat die sich da geschweißt. Ich nehme an, der Jenke hat ihr ein bisschen was ins Ohr geflüstert. Aber wieso zum Teufel, wieso war die überhaupt da? Ja, weil... Also wie das, für mich hat diese Frau das ganze Format... Gesprengt. Beschädigt. Ja, beschädigt. Die hat auf jeden Fall von vornherein schon ein Kartell in den Lack gemacht, so, wo du sagst, naja gut, also da ist schon... Und wenn du die googelst, ist das Erste tatsächlich, was kommt, vermeintliche Profilerin, Hochstaplerin, es kommt tatsächlich. Also es gibt Formate in den Medienlandschaft, die haben sich mit der Frau intensiv befasst und sind dem Ganzen nachgegangen und haben da... eine Zusammenfassung, was man also so über sie mittlerweile weiß und feststeht, sie ist also wirklich keine studierte Psychologin, sie ist auch keine Profilerin, sie hat sich mehrfach ausgegeben als Universitäten zugehörig und die Universitätsleitungen, die haben das dann immer sofort dementiert, nein, die hat hier mal einen Vortrag gehalten, aber einen Vortrag und keinen zweiten mehr, also so. Und wir wussten nichts davon. Wir haben das zum ersten Mal gesehen, als die Filme dann ausgestrahlt wurden. Mhm. Ich hatte die Frau wohl im Studio da sitzen sehen. Wie war die im Studio? Ich bin an ihr vorbeigegangen und habe gedacht, die sieht aber komisch aus und die strahlt aber auch was Komisches aus. Okay, jetzt wissen wir auch, warum sie nicht so gut dasteht. Naja, ich meine... Du hast nicht flirty, du musst auch mal charmant sein. Ich bin in der Beziehung dann auch offen und geradeaus. Und, danke. Guten Tag, ja. Du kennst mich. Ja. Ich habe gegen hübsche Frauen nichts. Nee, du hast auch nichts gegen nicht so hübsche Frauen, aber sie ist ein schwieriger... Es war irgendwie was in der Luft gelegen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, du bist ja als Schmuggler... hast du hier ein Gespür für Leute? Ist das ein verdeckter Ermittler da oder die Tusse da? Ist die auf dich angesetzt oder so? Sie ist ja immer wieder vorgekommen. Und da entwickelt man dann im Laufe der Zeit ein bisschen ein Gespür für. Und die hast sie als falsch wahrgenommen? Und ich habe das irgendwo, und nicht nur ich, auch der Philipp, alle. Ey, ja. Und bei den ganzen Kommentaren, wenn du guckst, sie ist eine der größten... Also sie ist das, was die meisten Leute gestört hat. Ja. Haben sie sich keinen gefallen? Ja, haben sich keinen gefallen. Und die Sache war vorher bekannt. Das ist jetzt noch dazu zu sagen. Ne? Das wusste man vorher, dass meine, ich nicht dort hätte sein sollen. Meine Therapeutin, die mich 2013 therapiert hat, fünf Monate lang, und mich von der Heroinsucht mehr oder weniger gefühlsmäßig befreit hat, die mir klar gemacht hat, wo das herkommt, die über den Narzissmus bei mir... War die auf dem 64 oder was? Nein, ich bin nach der Haft, ich habe gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich bin nach 27 Jahren rückfällig geworden und jetzt möchte ich nicht noch einmal rückfällig werden, jetzt mache ich eine Therapie. So. Und dann habe ich diese Frau als Therapeutin bekommen und die hat es gut gemacht, die hat es verstanden, mich aus der Reserve zu locken, und nach den fünf Monaten hatte ich sehr viel gelernt von ihr. Und ich habe vorher der DPU gesagt, ich habe hier eine Liste von möglichen Zeitzeugen, Interviewpartnern. Und da war also sie drauf, Therapeutin war dabei. Und es war der Franz Brückner dabei, mein Währungshelfer. Grüße gehen raus, Franz. Auf jeden Fall zurück zu der Dame. Ich war also was erstaunt. Die hat wohl nicht nur Unsinn geredet. Die hat natürlich, weiß ich, dass ich charmanter Redner sein kann. Und das ist, da hat sie schon recht mit dem einen. Aber das hat sie alles nicht selber herausgefunden, sondern das hat sie aus Quellen, die mir jetzt sich nicht erschließen, aber irgendwoher hat sie das. Irgendeiner, der Jenke wahrscheinlich, hat sie erzählt. Und als meine Therapeutin dann abgesagt hat, die konnte dann nicht, weil sie krank wurde, dann hat der Jenke gesagt, aber die Idee ist ja eigentlich nicht schlecht, da eine Psycho- Kraft dazu zu holen. Und die diese Leute dann irgendwie psychologisch ein bisschen analysiert und die was dazu sagt. Ja. Weil wir hatten ja auch alle unsere Schicksale, da gibt's Traumata. So, gute Leute. So ist es. Und was machen sie? Holen sie, der Jenke schlägt also vor, die Frau Krieger-Langer herbeizuholen. Und dann hat die DPU sich sachkundig gemacht und dann haben die ihm gesagt, du, das geht nicht. Die Frau, die ist ja
verbrannt. Die ist ja inkompetent, die ist eine Hochstaplerin, die können wir, die macht uns das ganze Format kaputt. Mhm. Hat der Jenke gesagt, die macht gar nichts kaputt, die ist gut, ich kenne die und jetzt holen wir die. Und ProSieben hat scheinbar dann hinten dran auch Druck ausgeübt auf die Produktionsfirma. Die Produktionsfirma DPU, also an der Stelle muss ich das mal sagen, das sind professionelle Leute, die haben das gut gemacht. Mhm. Ich bin also mit deren Arbeit total zufrieden. Also mit denen würde ich auch noch mal arbeiten. Aber es ist halt leider Gottes so, dass die jetzt auch nicht autonom sind. Mhm. Da steht ja hinten der große Sender mit der gewünschten Einschaltquote. Und die haben natürlich dann auch auf die Sendungen, auf die vier Sendungen, Einfluss genommen. Das heißt, kritische Äußerungen, die ich getan habe, wurden nicht aufgegriffen bzw. rausgeschnitten. Mhm. Wenn ich gesagt habe, zum Beispiel irgendwas, der Knast muss abgeschafft werden, das ist ein System, das ist unserer Zivilisation, unserer Zeit nicht mehr gerecht, dann wurde das raus. Ich habe zum Beispiel gesagt, glaubst du an Gott? Dann habe ich gesagt, nein, ich glaube nicht an Gott, ich glaube noch nicht mal an den freien Willen des Menschen. So eine provokative Antwort, da muss man doch dann nachgehen. Da kann man doch nicht einfach so tun, als hätte er gesagt, ja, jetzt gehe ich Hühner füttern oder so. Ne? Also immer wenn ich kritisch, und ich bin jemand, der sehr kritisch seine Umwelt betrachten kann, und immer wenn ich das dann sage, in irgendeinem Format, außer bei dir, Grüße gehen raus, dann wird das weggeschnitten. Ne? Ja. Das wurde bei RTL weggeschnitten. Ja, ja. Und das hat jetzt ProSieben. Deswegen sind wir aber auch nicht ProSieben oder RTL. Ja, okay, ich meine. Okay, dann haben wir das. Mir ist noch eine Sache ist mir aufgefallen, oder hast du mir erzählt direkt danach, wo ich wirklich. Das ist einer der Gründe, warum ich da so vorsichtig bin. Weil da habe ich richtig Angst bekommen. Und es war die Nummer mit dem Foto. Ja, die Nummer mit dem Foto. Das ist so eine Nummer, wo ich wirklich. Ich meine, ich halte meine Mom so, meine Mom sagt, du bist ein sehr attraktiver Mann. Ja. Hat sie gesagt, hat sie jetzt erst wieder, wir haben uns. Sie soll mich jetzt erst mal sehen mit der Mütze und kurzen Aschen. Danke auch noch, so noch ein bisschen kantiger siehst du aus. Nee, ich meine, da mache ich mir jetzt keine Gedanken drum, aber ich habe da keine Probleme bis jetzt. Ne? Nee, sieht sehr fresh aus. So. Also das ist mit dem Foto. Ja. So, das ist nämlich diese große, also das war für mich, das ist der Albtraum. Die wollten also, erzähl mal, wie das war. Also. Die wollten also von mir Fotos haben. Ja. Und die Cutterin, das war auch eine sehr nette, die hat dann gesagt, Hubi, Fotos, 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 wir brauchen jede Menge Fotos, weil wir haben ja viel zu wenig, wir konnten ja jetzt nicht nach Ibiza. Und da du ist hast ja, aber auch viel Fotos. Ja, ich habe viel, klar, ich war ja Fotograf. Du warst Fotograf. Ich habe ja fotografiert. Du warst Fotograf. Meine Legende war doch immer, als Schmuggler, ich habe immer eine Leica-Ausrüstung dabei gehabt, habe so einen riesen Kamerakoffer gehabt, so einen Tropenkoffer und ein Stativ immer dabei gehabt und einen Presseausweis dabei gehabt immer. Ach, ich dachte immer, dass du das nur gemacht hast, weil du einfach hübsche Weiber auch umgekommen hast. Kann man nochmal hier so ein Tier-Shooting machen. Ich habe natürlich viele hübsche Frauen fotografiert, aber ich war in erster Linie Fotograf, ich diese Legende brauchte. Mhm. Weil, ich bin innerhalb von einem Monat in Tokio, in Bogota, in Singapur, in Bangkok, was weiß ich, in Paris und dann wieder, und alles Stempel im Pass, immer Stempel im Pass. Ich hatte, nach 3 Monaten waren meine Pässe voll, da musste ich wieder einen neuen Pass holen. So, also, dann haben die natürlich, die Zöllner zuweilen gesagt, ja, was macht denn der da überhaupt? Es war da in New York, American Immigration, New York, nächsten Tag Nassau, nächsten Tag Miami, 5 Tage Jamaika, Bogota. Mhm. Dann sagen die, was ist denn das, was geht ab hier? Und dann habe ich gesagt, ich bin Fotograf und habe meinen Presseausweis, einen gefälschten UPI-Ausweis, den habe ich mir in Bangkok mal gekauft. Und durch die Ausrüstung, die ich dabei hatte. Und ich konnte denen ja auch relativ überzeugend erklären, dass ich als Fotograf arbeite. Mhm. Und wenn sie meine Fotokamera aufmachen wollten oder gucken wollten, habe ich sofort ein Release dabei gehabt, hingelegt. Da mussten sie unterschreiben, das sind professionelle Fotos. Das ist mein Beruf. Wenn da was dran beschädigt wird oder belichtet wird, dann sind sie bis zu $10,000 schadensersatzpflichtig. Mhm. Und das habe ich immer dann den Zöllner gesagt, unterschreiben Sie das. Und der einzelne Zöllner, der kriegt natürlich dann kalte Füße. Mhm. Und der sagt, ich unterschreibe da gar nichts. Dann holen Sie meinen Chef her, sage ich. Und dann hat er sich auch nicht getraut, den Chef wegen so einer Nummer da. Und dann haben sie meine Kamera in Ruhe gelassen. Und mein Privatstash, der war immer in der Kamera. Ich habe mir die Film rausgezogen, das Koks oder Heroin reingestopft
und so ein Stück Film rausgucken lassen und das wieder in die Kamera eingespannt. Das hätten sie nur finden können, wenn sie die Kamera aufgemacht hätten, den Film rausgerissen hätten und dann sozusagen da den Film belichtet. Oder halt der Hund anschlägt. Ne? Aber Hunde gab es Hunde gab's damals noch nicht. Haben die? Und durchleuchten konnten sie es auch nicht so leicht. Das haben sie nicht gesehen. Ja. Das ist ja auch, das war ja das Problem. Ich habe die niemals auf diesen, aufs Band gelegt, sondern habe immer gesagt, Handkontrolle. Ja, ja. Und dann haben sie, wenn sie da rumgemacht haben, dann gesagt, nein, das sag ich ja, dann unterschreiben sie ja. Mhm. Wenn durch die Durchleuchtung irgendetwas an den Fotos und die dann irgendwie einen Stich kriegen, die Dias, die negative, dann zahlt ihr bis zu 10.000. Aber deswegen hattest du so viele Fotos, weil ich wusste schon früher, dass du viele Fotos hast. Ah, okay. Und jetzt sagen wir, also du hast viele Fotos also ich an die Redakteurin geschickt, genau, ich die dann, auch die Bildbearbeitung macht. Und ich habe dann von mir aus schon mal 50, 60 Fotos hin, hat sie angerufen, nee, wir brauchen noch viel mehr, Fotos, Fotos, Fotos. Und dann habe ich nochmal meine riesen Kiste durchgewühlt und habe nochmal 100 Fotos nachgeschossen, so ungefähr. Und da waren dann auch positive, also richtige Fotos aus dem Album dabei. Und ein Foto zeigte mich zusammen mit zwei Freunden in München im Lokal in den Ende der 70er Jahre. Es sollte ein Bild sein, was die Zeit irgendwie, unsere Frisuren, wie wir so aussahen. So. Und ich bin extra noch hingegangen ins Studio, im Schneideraum und habe mit ihr nochmal die Fotos alle einzeln angeschaut, habe gesagt, das Foto kannst du zeigen, der hat genehmigt, das Foto bitte mit Augenbalken, das Foto war in Detroit, das war in New York, zum Beispiel das berühmte Foto, wo ich da sitze, neben mir der Attaché-Koffer, voll Dollars da, das war im Plaza Hotel in New York und das ist mein eigenes Foto, ich war zu sehen, das durfte zu nehmen, aber dieses spezielle Foto, was jetzt sozusagen zum Skandalbild wurde, das durften sie nehmen, aber sie durften natürlich nicht hinten drauf einen Text legen und sagen, die drei Verbrecher gründeten eine Bande und das Ganze dann mehr. Also auf dem Bild sind drei Leute zu sehen. Genau. Du und zwei Freunde in München, genau. Die aber beide nichts mit dem Drogenhandel zu tun hatten. Genau. Und im Text war es, ich erinnere mich an die Stelle, es wurde ihm in München, also auf die Art, es wurde ihm in München zu klein, so er wollte mehr. Ja. Deswegen er wurde gierig. Er wurde gierig, deswegen ist er in die USA und hat dort irgendwie den Drogenring gegründet. So. Boom, jetzt das Bild. So. Heißt für jeden, der das sieht, für jeden Zuschauer, die drei, hier sind drei Drogendealer. Genau. Und jetzt hat einer deiner Freunde, der da drauf war. Ja, der lebt heute in Miami. Der in Miami lebt, ist gesehen. Und wie kam der jetzt drauf? Der, dessen irgendein Verwandter, ein Neffe aus München, hat das gesehen, die Sendung, und dann rief er den an und hat er gesagt, Onkel Maurizio, hat er gesagt, ich hab dich im Fernsehen gesehen, du warst ja mal ein Heroinhändler. Und der ist heute ein erfolgreicher Geschäftsmann. Im Internet kannst du ein Bild von ihm sehen, wie er Arm in Arm im Bürgermeister von Miami da steht. Also der kann alles gebrauchen, nur nicht irgendwie solche... Innerhalb der Familie ja auch. Ja, ja, klar. Der Neffe ist ja, absolut. Hammer, der Hammer. Und dann rief der mich an und hat mir die Freundschaft gekündigt. Und die Freundschaft besteht seit 1975. So, hat er gesagt, du bist ja der Allerletzte. Wie kannst du das, wie konntest du das zulassen? Ja, ich hab doch... Schau mal, jetzt kommt wieder so dieses... Verstehe ich. Wie konntest du das zulassen? Das heißt, ich habe den Film doch vorher gar nicht gesehen. Ja, ja, aber das kannst du nicht erklären. Nee. Warum gibst du mein Foto her? Warum? Das habe ich ihn vorher gefragt. Ja, okay. Er sagt, schick mir mal das Foto. Ja, okay, dann hat er ein bisschen Teilschuld. Aber ja, aber doch nicht hinten dran dann als Drogenhändler bezeichnet zu werden. Es ist so blöd gemacht, die Stelle ist so dumm gemacht, dass du automatisch denkst, ihr drei seid der Drogenring. Also ich habe durch die Sendung einen alten Freund verloren. Der zu Recht stinksauer ist, genau. Der weiß natürlich jetzt nicht, die einzelnen Umstände, wer ist dafür verantwortlich. Und da denke ich mir eigentlich, wenn ich jetzt hingehe und die haben mich immer wieder angerufen und gefragt, ob das korrekt ist, also die Produktionsfirma, die DPU, die haben immer wieder gefragt, hör mal, wir haben das Foto, können wir das da verorten oder können wir das und das Text unterlegen? Da habe ich gesagt, nein, geht nicht. Das ist gut, dass ich nochmal nachgefragt habe. Und bei diesem entscheidenden Bild haben sie es nicht gemacht.
Wenn sie mich ja vorher noch mal angerufen hätte, gesagt, hör mal, wir haben das Bild da von euch dreien und der Text, der da jetzt drüber gesprochen wird, heißt, ihr seid eine Drogenschmugglerbande. Mhm. Dann hätte ich dann gesagt, seid ihr verrückt, das geht nicht, das Bild muss woanders hin. Ist der andere auch noch am Leben? Ja, ja. Und was hat der gesagt? Der hat es noch nicht mitgekriegt. Der lebt in Teneriffa. Ja. Ja gut, jetzt ist vorbei. Jetzt kannst du nichts mehr dran ändern. Naja, aber jetzt ist nicht mehr so. Jetzt sieht es nur noch jemand, der auf YouTube den Film hat. Aber an dem Tag konnte es halt jeder sehen. Auch jemand, der sich eigentlich nicht dafür interessiert, sondern YouTube. Mensch, das ist doch. Und dann ist es natürlich verheerend. Ja. Ja, das ist bitter. Das ist ein Albtraum. Das ist so. Und um da jetzt mal zum Ende zu kommen, ist der letzte Punkt, der mich, und nicht nur mich, der alle aufgeregt hat. Ja. Der Jenke hat partout mit Gewalt immer wieder das Elend der Familien mit reingezogen. Ja, obwohl es im Grunde bei allen Verbrechern gleich ist. Alle Verbrecher denken in dem Moment, wo sie auf Tour sind, wo sie irgendwas planen und durchziehen, denken nicht an die Mutter und an den Opa und an die Kinder. Die denken, so wie ich zumindest, es wird schon gut gehen. Und dass eventuell so ein Ding mit einer Verhaftung endet und mit einer langen Haftstrafe und dass dann automatisch Familienangehörige reingezogen werden, Kinder traumatisiert werden und so, das ist leider Gottes den meisten Ganoven nicht bewusst. Mhm. Und das wäre eventuell für den einen oder anderen ein Grund zu sagen, nee, das kann ich gar nicht bringen, wenn da was passiert, dann leidet ja meine Familie darunter und so. Du weißt, was ich mache. Ja. Du weißt, was ich mache, letzten Sonntag, was für ein Video. Ich mache es deswegen, weil mir ist nicht bewusst, weil damals, weil ich sage immer, wenn dir gerade die Handschellen so eng sind, dann denkst du nicht dran, wie es deiner Mutter geht, weil du denkst, du hast doch Handschellen dran und mir sind die ja gar nicht eng. Aber ich finde es eigentlich wichtig. Ich finde bloß, weißt du, was ich finde? Und das klingt jetzt, vielleicht ist es scheinheilig, vielleicht liegt es falsch, weil ich mache dasselbe. Ich mache genau das. Ich sage mal, ist dir klar, was deine Mutter durchmacht? Ist dir klar? Ja. Bloß, weißt du was? Der hat, das klingt vielleicht scheinheilig, aber der hat irgendwie, hat der Jenke nicht das Recht dazu. Das klingt komisch. Das ist so von außen zu sagen. Genau. Und der hat, weißt du, das ist so, der stellt sich damit so über die Leute. Der Unterschied zwischen dir und Jenke ist, du, für dich ist es ein Anliegen. Und für ihn ist es ein Job. Und er hat, das ist dem, eine Stunde nachdem der bei meiner Frau aus dem Haus ist, hat der die schon wieder vergessen. Er ist ein Schauspieler, spielt da seine Rolle und er zieht dann tatsächlich andere Menschen mit hinein und weiß gar nicht, was er bei denen anrichtet. Schaut, der Sigi muss ins Krankenhaus, der hat einen Herzinfarkt bekommen. So hat er sich aufgeregt über die Sendung. Habt ihr das gerade verstanden? Hm? Ja? Also die Protagonisten, da kann ich jetzt für alle sprechen, ich habe mit allen telefoniert. Und sie gefragt, wir hatten ursprünglich auch sogar vor, wir wollten uns zusammensetzen. Das ist dann organisatorisch, hat das nicht geklappt. Jetzt sitze ich halt hier mit Maximilian alleine. Aber ich denke, die Dinge muss man mal sagen. Ich will auch nicht verhehlen, dass der Jenke einen guten Job gemacht hat für seinen Fernsehsender. Da waren eine Menge Leute, die das gesehen haben. Und die es gesehen haben, fanden den Film, zumindest mal meinen, da habe ich voll Feedback, fanden ihn gut, spannend. Und mich hat jetzt keiner beleidigt, hat gesagt, was bist denn du für ein herzloser, gefühlloser Lump, du hast deine Familie da, so, das hat keiner gesagt. Aber von daher war das okay. Aber uns Protagonisten, wir fanden, also ich finde kein besseres Wort als irgendwie übergriffig, psychisch übergriffig. Wir wurden belastet durch diese Dinge. Und ohne, dass der Jenke sich darüber groß Gedanken gemacht hat, wie nimmt die Familie vom Philipp das auf? Das war ja für die Leute nicht einfach, sich dahinzusetzen. Das sind eigentlich Themen, die in eine Therapie, in eine Familientherapie angesprochen werden. Und die hat er vor die Kamera und vor das deutsche Volk, Fernsehvolk gezerrt und hat die da, ohne den nötigen Ernst zu haben, einfach ausgebreitet. Es sind natürlich seine erwachsenen Leute und jeder kann selber überlegen, ob er da mitmacht. Ne? Ja gut, jetzt wusste aber keiner von uns vorher, dass dann so eine unqualifizierte Frau, die als Hochstaplerin durch die Welt geistert, dass die da reingezogen wird und dass die dann wirklich auch in den Schmerz reinkommen. Genau da rein, genau. Die hat auf jeden Fall durch ihre Kommentare riskiert, dass die Protagonisten darunter gelitten hätten. Jetzt bin ich ein ziemlich abgebrühter Hund. Ich habe mir da nichts draus gemacht. Jeder Depp, der irgendwas daherredet, der kann von mir aus bellen und dann ist gut. Ich habe das zwar zur Kenntnis genommen und habe
auch bei der DPU mich beschwert, habe gesagt, das geht doch gar nicht, was habt ihr da gemacht? Aber ansonsten, um es abzuschließen, es war ein Erfolg für ProSieben, es war ein Erfolg für Jenke, der macht wahrscheinlich jetzt eine zweite Staffel. 100%. So, ich hätte ihm wirklich gute Leute vermitteln können. Ich kenne ja wirklich große Gangster und das mache ich jetzt nicht. Weil dann kommen die nachher zu mir und sagen, wo hast du mich da empfohlen, was hast du da zugemutet? Das kann ich nicht machen, weil irgendwo eine Redlichkeit fehlte, die ich vorausgesetzt habe. Ne? Ich habe gedacht, also irgendwo ist in der Kommunikation Ehrlichkeit da, da werden nicht hintenrum noch Leute ins Drehbuch eingeführt, die vor, gar nicht vorgesehen war, wie diese Frau Langer da. Wie geht's denn um Sie? Dem geht's mittlerweile wieder besser. Der hat, ist so zu Hause. Ne? Ich habe auch mit seiner Frau gesprochen. Also Sigi war der Einbrecher, kann man sagen. Einbrecher. Der Einbrecher, ja, ja. In dem Format. Genau. Ich glaube, ist als letzter gelaufen. Ja. Ja. Kam als vierter Teil. Ja. Und er hat das nicht gut aufgenommen. Ich glaube, der heißt Massad. Ja. Der heißt Massad, der Sigi. Gut. Ja. Und der hat es nicht gut aufgenommen. Nein, der hat es aufgeregt. Der Mann ist 78, er hat eine künstliche Herzklappe. Der sollte sich nicht so aufregen. Und er hat sich aber darüber unheimlich aufgeregt. Weißt du, warum? Gab es eine Szene, wo er sich... Ja, die hat ihn doch am Schluss nochmal da analysiert und hat ihm unterstellt, er ist noch gar nicht geheilt. Er ist immer noch im Herzen ein Verbrecher. Man muss immer noch irgendwie aufpassen, wenn er durch die Nachbarschaft schleicht, dass er einem nicht dann auch einbricht und so. Und das hat dem Sigi natürlich zu Unrecht wehgetan. Und mir gegenüber hat er es gesagt, der wäre auch gerne, würde er jetzt hier sitzen und mit seiner Sicht der Dinge. Wir holen es irgendwie nach, wenn es irgendwie geht im halben Jahr oder was, dann reden wir noch mehr drüber. Und ich finde es ganz wichtig, dass man es auch mal mit reinnimmt, weil ich glaube, ich meine, ich hatte in YouTube, ey, die nehmen 16-Jährige, die holen sich 16-Jährige ins Format und lassen sich komplett zerlegen vor der Kamera und lassen die dann allein. Also das Privatfernsehen ist ja, wenn du die öffentlich nimmst, die angeblich halt versuchen seriös zu sein, wo ich auch wirklich die besten Erfahrungen bei mir gemacht habe, muss ich sagen. Dann kommt das Privatfernsehen, dann kommt irgendwie diese Journalist Magazine, diese mit Bildern und so. Und dann kommt Dann kommt noch hinzu. Dann kommt sowas wie die Bildzeitung, die fressen dich bei lebendigem Leib, wenn du da reingehst. Ja. Und ich meine, ist ein komplett rechtsfreier Raum. Ne? Also ich kann da nur appellieren, dass man versucht, mit den Leuten vernünftig umzugehen. Ja. Okay, komm, rap mal's ab. Letzte Beobachtung dazu, das kannst du natürlich gut nachvollziehen. Die DPU, Jenke, hätten die Chance gehabt, aus den vier Männern, die sich alle aus ihrem ehemaligen, originären, verbrecherischen Umfeld und Leben losgesagt haben, die teilweise sogar in Prävention arbeiten heute, ich zähle mich ja auch dazu, weil ich schreibe ja in meinen Büchern auch nicht, Leute, konsumiert Heroin, ist alles scheiße. Ich warne Leute davor. So, ich bin also auch heute weg von diesen ganzen Dingen. Und wir waren alle ehrlich. Wir haben unsere Seele umgestülpt und haben sie auf den Tisch gelegt. Und haben sie dem Jenke sozusagen als Rohmaterial zur Verfügung gestellt. Da hätte er eine gute Sendung daraus machen können. Und das hat er nicht gemacht. Er hat sich einfach auf eine oberflächliche Schiene klemmen lassen und hat dann so sein Ding gemacht, sein Format und im Interesse des Fernsehsenders einer hohen Einschaltquote. Und aber wir vier, wir haben irgendwo haben wir da zu viel Substanz gegeben für eine Sendung, die diesen Ernst, mit dem wir an die Sache rangegangen sind, mit dem wir uns geäußert haben, nicht gerecht wurde. Liebe DPU, liebes ProSieben, genau hinhören. Glaubst du, jemand wie ich hätte das zum Beispiel besser moderieren können? Mit Sicherheit. So. Mit und Sicherheit. Das ist nämlich das, du kannst, ich finde, dieses ständige über die Leute berichten, von außen über die reden und dann aber mit einem abgeklärten Gesicht, so, weil du du verlierst ja dabei nichts. Du hast ja, er hat ja überhaupt keinen, ihm kann nichts passieren. Mhm. Und er, natürlich, ist, da kann ich dann sowas sagen wie die Geburt, der heilige Ding. Ja, ey, aber es geht, weißt du, ich finde es. Ich würde sowas gerne machen, aber gut, das wäre mal gut. Wenn nicht, mach mal selber. Ich danke dir für deine Offenheit. Übrigens, der Martin war bei mir, habe ich letzte Woche kennengelernt. Netter Kerl, ja? Guter Typ, wird Präventionsarbeit für die Sichtweisen machen im Bereich Cyberkriminalität. Weil das was ist, wo ich
nichts dazu sagen kann. Mhm. So, ne, wenn ich einen Jugendlichen habe, der sagt, ja, aber ich, das ist doch so und so, das kann ich doch machen, das ist doch sicher, kann ich ihm das nicht mal ausreden, weil ich, mir fehlt das Know-how. Das war's für heute. Leute, vielen, vielen Dank für den Einblick in diese Produktion oder überhaupt, inwiefern sie funktioniert und überhaupt, dass du da warst. Vielen Dank. Avec plaisir. Ah, wenn euch das gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Kauft einen Hubi, seine Bäcker, Hubertus Bäcker, Norden, Süden, Osten. Ne, warte mal, war es schon draußen? Westen, Süden, Westen, Süden, Osten. Osten. Norden fehlt noch, kommt aber nach. Holt euch die Bücher, gibt's beim Rhein-Mosel Verlag. Lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal. Erzählt euren Freundinnen davon, so charmante Typen gibt's nur hier. Ich bin raus für heute. Und hat er gesagt, Onkel Maurizio, stell dir mal vor. Das ist nicht der richtige Name. Ah, okay. Oh, sorry. Onkel Maurizio, hat er gesagt. Oh. So, ich bin froh, Martin Frost bei den Sichtweisen begrüßen zu dürfen. Der wird für uns Präventionsarbeit machen. In Schulen, in Jugendhäusern, in Wohngruppen wird mit Jugendlichen reden, die in dem Tatbereich tätig werden wollen. Die tust du jetzt nochmal bitte raus, weil so, ja, ganz kurz. Das machst du, also können wir das wegschneiden, ja, ne? Das kriegen wir hin, oder? Weil genau das sperrt uns komplett die Monetarisierung. Ich glaube, ja. Die Kippe macht ihr, also hier kurz bin ich auf mich. Jetzt tust du nochmal. Okay, Jo? Yes. Wie viel haben wir denn? 1:10. Ja, gut, jetzt aber auch. Meinst du, da kriegst du ein bisschen was raus? Ja. Schneidest du das auch? Nee, ich schneide das nicht. Komm, jetzt gehen wir auf den Messer. Mal gespannt, ob der Jenke das.